Hallo und herzlich willkommen. Vor ein paar Tagen wurde Patch 1.63 veröffentlicht und was soll ich sagen, die Atmosphärenanlagen funktionieren wieder. Yay! Wir können wieder Gas produzieren. Auch die Sauerstoffverarbeitungsanlagen, ihr habt die Bugs wahrscheinlich mitgekriegt, funktionieren alle wieder. Das ist schon mal super. Es wurden auch sehr, sehr viele Bugs gefixt. Die Liste, also die kompletten Patch Notes, werde ich euch mal unten verlinken, wer das mal nachlesen will. Ich will euch heute mal das neue Exo-Fahrzeug mal vorstellen, den Pilger. An den Exo-Fahrzeugen wurde einiges geändert. Zum Beispiel könnt ihr jetzt direkt auf alle Exo-Fahrzeuge zugreifen. Ich gehe mal kurz ins Inventar, zeige euch das mal. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, die Warp-Zelle hier übertragen wollt und die Exo-Fahrzeuge sind alle in der Nähe, könnt ihr es überall da reinwerfen, in welches ihr wollt. Vorher musste man ja erst das Exo-Fahrzeug aktivieren und nur in das konnte man dann was reinwerfen. Das war alles ein bisschen umständlich. Das haben sie alles ein bisschen vereinfacht. Dann gibt es jetzt die Möglichkeit, Upgrade-Module für die Exo-Fahrzeuge zu kaufen. Die bekommt ihr hier bei dem Exo-Fahrzeug-Terminal. Der Corporal verkauft euch die. Laut Patch-Notes erst nach Ende der Quest-Reihe, die er euch anbietet. Und habt ihr hier unten einen Shop und da könnt ihr für Nanithaufen euch Module kaufen. Ich habe mir gedacht, wenn wir uns gleich mal den Pilger angucken, das erste Bike, das erste Motorrad in dem Spiel, dann wollen wir doch auch mal ein bisschen Speed drauf haben. Also kaufe ich mir einfach mal jetzt 3 Antriebsmodule der S-Klasse. Ich bin echt mal gespannt, was das wird. Gut, einmal rum. Dann laufen wir mal los. Die Geobucht für den Pilger bekommt ihr hier über den Bauplananalysator. Da braucht er halt 10 Technologiemodule. Und es gibt auch die Exo-Fahrzeug-Rufstation. Das ist ein spezielles Modul, zeige ich euch mal. Könnt ihr auf jedem Planeten, also auf dem Planeten, wo ihr eure Exo-Fahrzeuge habt, hier bei mir, hier im Hintergrund stehen sie ja, könnt ihr irgendwo auf dem Planeten das Ding hinstellen und könnt die Fahrzeuge rufen. Das ist schon eine nette Sache. Habe ich alles noch nicht ausprobiert. Wir wollen jetzt aber erstmal die Pilger-Geobucht bauen. So, ihr seht, was er braucht. 5 Metallplatten, 4 Ionen-Akku und Paraffinium. Haben wir alles da. So, dann gucken wir uns das Ding mal an. Hab mich ja schon drauf gefreut. Ja. Das sieht doch schon mal nice aus. Sehr schönes Ding. Muss ich mich doch gleich mal draufsetzen. Und dann schauen wir mal, was die Module sagen. Dann können wir doch... So. Ist ja immer umständlich hier. Zack. Installieren wir die mal schnell. Oh, da gibt es keinen Bonus drauf. Doch. Ist nur eine schlecht gewählte Farbe. Wer genau hinguckt, sieht's. Da gibt es doch einen Bonus drauf. Wenn man die verbindet. So wie man es halt von allen anderen Technologien auch kennt. So, Spitzengeschwindigkeit. Ja, ein bisschen schneller werden wir damit auf jeden Fall schon mal. Ja, es gibt auch mehr Inventarplätze in den Exo-Köften, in den Exo-Fahrzeugen. Alle habe ich jetzt noch nicht überprüft, wie viel das jetzt ausmacht. Auch der Dicke da hinten, der ist jetzt ein bisschen schneller geworden. Also es wurden etliche Sachen angepasst. Was auch noch interessant ist, ihr könnt jetzt eure Exo-Fahrzeuge hier am Terminal modifizieren. Könnt ihr die ganzen Farben anpassen. Gucken wir mal. Ach, da können wir vorne ein Motiv drauf machen. Dann lassen wir das mal. Ein bisschen rumspielen. Da kann ja jeder sich was aussuchen. Ah. Aber die Farbe, na, was nehmen wir? Ich würde blau nehmen, ja. Ja, das sieht gut aus. Ja, wollen wir anwenden?
So, dann schauen wir doch mal, was der Jute hier drauf hat hier. Es gibt auch Boost-Upgrade-Module. Oha. Jawohl. Der macht schon Ballett. Ja, wenn wir noch ein bisschen weiter Upgrades gratis boosten. Das ist ein bisschen kurz noch. Was ich an den Exo-Fahrzeugen schon immer mochte, dass die halt auch nicht kaputt gehen. Ja, man sieht ja hier die Planeten, die sind ja nun nicht alle gerade. Und man fliegt hier manchmal hunderte Meter weit. Oh, das ist völlig egal. So, schauen wir mal, was unter Wasser. Da hat das nicht so drauf. Sehr langsam. Wenn man Kelpbeutel sammeln will, dann macht es ja Sinn. Aber da nehmen wir dann am besten den Rover. Der ist da unten schneller. Also hoffe ich, dass das noch ist. Nett, nett. Ist schon... Doch, das gefällt mir. Das gefällt mir. Ja. So, das war mal so ein kurz Einblick über die Änderungen oder die Neuerungen in No Man's Sky, und ihr könnt ja mal einen Kommentar unten hinterlassen, wie euch das neue Bike gefällt. Ich finde es klasse gemacht. Könnt vielleicht noch ein bisschen mehr Speed vertragen, dass man hier schön über die Planeten fegen kann. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja alles noch. Ja, das war's dann auch schon. Dann noch viel Spaß in No Man's Sky und bis zum nächsten Mal. Euer Semira.